Plex ist bei mir seit mittlerweile einigen Jahren etwas, das ich viel und gerne nutze. Standardmäßig ist die Mediathek allerdings für englischsprachigen Content ausgelegt, weswegen hier im deutschen Raum noch etwas nachgebastelt werden muss. Daher gibt's im heutigen Video einige Tipps, mit welchen ihr eure Plex-Mediathek für deutschen Content optimieren könnt. Bevor wir zur eigentlichen Konfiguration in Plex kommen, möchte ich noch darauf hinweisen, dass es wichtig ist, die Filmdateien nach der Anleitung auf der Plex-Webseite zu strukturieren und zu benennen. Einen Link zur offiziellen Anleitung findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da Plex das Kanalverzeichnis schon seit längerer Zeit entfernt hat, läuft die Installation des OFDB-Agenten, den ich später für die Filmlibrary nutzen möchte, etwas anders ab. Als erstes ladet ihr euch die OFDB-ZIP-Datei herunter, die unten in der Videobeschreibung verlinkt ist, und stellt via FTP eine Verbindung zu eurem Server her. In dem Installationsverzeichnis eures Plex Media Server findet sich ein Unterordner Plugins, in welchen ihr den Inhalt der zuvor geladenen ZIP-Datei entpackt. Ist das geschafft, müssen in den Einstellungen noch die Metadatenagenten eingerichtet werden und eure Region gesetzt werden. Hierzu wechselt ihr in das Plex Web Interface, öffnet in den Einstellungen den Unterpunkt Plugins und setzt eure Region, in meinem Fall Österreich. Um die Plex Metadatenagenten zu konfigurieren, wechselt ihr in den Unterpunkt Agenten, in welchem ihr den Tab Filme und darin wiederum die Untergruppe Plex Movie wählt. Als nächstes zieht ihr die Einträge per Drag and Drop in die Reihenfolge, die jetzt im Video zu sehen ist. Nachdem die Reihenfolge korrigiert wurde, muss noch in den Einstellungen bei OFDB alles außer den Optionen Titel und FSK abgewählt werden und die Einstellungen von Plex Movie an die angepasst werden, die jetzt im Video zu sehen sind. Solltet ihr bereits Mediatheken auf eurem Server angelegt haben, ist es an der Stelle am empfehlenswertesten, diese zu löschen und im Anschluss neu anzulegen. Beim Erstellen der neuen Mediatheken sollte außerdem darauf geachtet werden, dass bei der Sprache Deutsch ausgewählt ist. Habt ihr alles wie gezeigt befolgt, solltet ihr jetzt deutsche Filmtitel, Zusammenfassungen, Postarts, Genres und Trailervideos in eurer Mediathek haben und nur noch in Ausnahmefällen die Filme manuell anpassen müssen. Hat euch das Video gefallen oder weitergeholfen, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr kein weiteres Video mehr verpassen wollt. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Servus!